müssen wir ein Videotreffen machen. Nein, nein, ja, damit wir wissen, was wir besser machen. Genau, eine Videoanalyse, genau. Und können wir auch mal eine Reifung machen? Ja, ist ja auch, wollte ich gerade sagen, ist ja auch fürchterlich, was man da zu sehen kriegt. Und das will man ja auch machen. Ja, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss aufhören zu reiten. Das ist doch schlimmer, ne? Oder? Nein, wenn man nicht bei Linda, jeder, das geht jedem so, wenn man sich selber da reiten will. Oder auch mit der Stimme. Ja, ist ja auch ätzend, ja. Ne? Das sind ja auch, also hysterisch, ne? Die sind alle drauf, gell? Ich denke dann immer, Gott, Herr, dann höre ich den Hintergrund und ganz leise, so wie ich mich einmal höre, höre ich dann so drauf. Und nur wenn ich schon zum Beispiel dann denke ich mal, die armen Leute und so. Ja, weil wenn ich meine Stimme so schlimm bin, wenn ich sie selber höre im Hintergrund oder so, also wenn ich sie halt irgendwie aufgenommen höre, denke ich mir, so, die armen Leute um mich rum, die müssen mich die ganze Zeit ertragen. Nee, aber du hast Schnauze. Ja, weil man hört sich selber ja im Ansatz. Genau, man hört es nicht. Ich habe drei kleinen Freunde hochgeschmissen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich habe eine Schulze auf den Lippen. Du fährst jetzt mit dem Jana-Stand dahin, oder wie? Nein, wir filmen. Achso. Meinst du, ich muss die Filmrechte kaufen, oder? Wenn er als Lehrer fährt, als Lehrer vor denen. Oder du fotografierst ihn und tust ihn auf auf Leinwand. Oder mach ein großes Poster, wo du dann so die Körperteile ausschneidest. Nee, aber ein Film ist schon gut. Man muss genau, und dann macht sie für die Abteilung. Multimedia. Ja. Oder? Gleich am Anfang an der vierten Klasse. Film, PowerPoint, Folien, Poster. Ja, kann auch eine PowerPoint. Ist doch gut, wenn die das schon machen. So, das kann ich in der vierten Klasse noch gar nicht. PowerPoint.
Freund. Aber ich finde es gut, weil es muss ja, wir haben ja schon im ersten Vortrag, in der 7. Klasse muss man mal eine Buchvorstellung machen. Das kann ich schon in der 3. Klasse, der Buchpräsentation. Ich meine, aber jetzt mal ehrlich, wer schreibt ihr denn zu Hause? Nee, vor allem, aber es ist doch gut, wenn sie dann hier lesen müssen und sagen müssen, ich habe das Zahlen und so. Aber uns fangen da 17 Leute, die haben das ganze Gelesen. Heute Abend, ganz kurz! Wir machen das schon, also. Den ist das immer noch schlecht, also. Du meinst, du musst doch einfach mehr Kaffee lecken. Einfach lecken, ne? Siehst du das? Geweint. Ich glaube, ich würde auch heulen. Ne? Ich würde dir gar nicht gehen. Ne? Ich auch nicht, aber das ist das Nächste. Ich habe schon bei der Katze geweint, wie sie 3 Wochen in Urlaub war. Ich habe mir Tränen in die Augen bekommen. Ich verstehe aber auch, dass jetzt nicht mehr in Schrei kommen. Sie ist ja nicht geflogen, also. Doch. Nee. Nein. Der Flug ging nicht. Ach was? Wir fliegen am Donnerstag. Oh ja. Gott, ist das schrecklich. Nein. Nein. Das war fürchterlich. Oh Gott, ich arme. Das ist ja okay. Das ist gemein, wenn man sich dann aufwacht und sagt, jetzt fliege ich und jetzt ist alles gut. Ich wollte ja noch einen Flug und dann fliege ich. Ja, aber wieso denn 2 Tage? Reicht das denn nicht ein paar Stunden? Mhm. Also ich kenne es auch nicht, dass man dann echt 2 Tage auf dem Trockenen sitzt. Das war der Zug über den Weg. Nein, das ist Schneechaos. Schneechaos. In Amerika. Ach so. Hat sie geschrieben bei Facebook. Ja, Gott, war ich schon wieder in Facebook. Ich war heute auch noch nicht, ich war Mittwoch morgen an Facebook.